Jo, schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Jäger, ich bin Autor und Produzent von Cluster Vision. Ich begrüße euch alle. Weißer Genozid, White Genocide. Das bedeutet, es gibt einen Plan und Absichten, die gesamte weiße Rasse umzubringen. Ja, ich weiß, das hört sich unvorstellbar an. Es gibt aber trotzdem Leute, die genau das beabsichtigen. Und das sagen sie auch ganz offen. Also einige sagen es ganz offen. Andere führen Teile dieses Planes aus. Man muss dazu wissen, dass Genozid definiert ist. Nicht als die unmittelbare, sofortige Vernichtung eines Volkes, sondern der Rechtsanwalt Raphael Lemkin, der genau diesen Begriff definiert hat, Genocide, Genozid, wie er benutzt wird von der United Nations Genocide Convention. Dieser Begriff Genozid, definiert von Raphael Lemkin, bezeichnet einen Plan. Ja, einen Plan, der besteht aus verschiedenen koordinierten Aktionen, die zum Ziel haben, ein Volk vollständig zu vernichten. Die Geburtenrate zu senken ist nur ein Schritt, ist ein Teil dieses Planes, und das sehen wir zum Beispiel in der Bundesrepublik, ja, wer hier Kinder hat, der wird im Grunde genommen bestraft dafür, dass er Kinder hat. Auf der anderen Seite macht die Werbeindustrie auch Propaganda für das Single-Dasein. Ne? Und wie jeder ziemlich schnell rausfinden kann, durch entsprechende Suchen im Internet, da gibt es ja Statistiken über die Wachstumsrate der Bevölkerungen, insbesondere die weiße Bevölkerung auf der Erde, die Weißen, wir waren mal 30%, ein Drittel der Erdbevölkerung. Ja. Heute sind wir nur noch 10%. Ja. Darüber spricht auch Wladimir Putin, der Präsident Russlands. Und ihm ist das durchaus bewusst. Er spricht auch über diesen White Genocide, ja, weißen Genozid. Ich habe auf meinem Vimeo-Kanal namens Cluster Vision Reloaded einen 1 Stunde 50 Minuten dauernden Beitrag, eine Dokumentation von Fakten. Hier geht es nicht um meine persönliche Meinung. Ich zeige in diesem Vortrag verschiedenste Zeugen, die genau das sagen, dass sie die gesamte weiße Rasse umbringen wollen. Das ist das größte Verbrechen auf dem Planeten, das geplant wird. Und ich sage euch, die Merkel und ihre Unterstützer, die machen dabei mit, wissentlich oder unwissentlich. Alle andere Politik oder die meiste andere Politik ist nur eine Ablenkung. Auch die Europameisterschaft, auch der sogenannte Brexit. Ja, viele bejubeln den Brexit jetzt als Schritt in die richtige Richtung. Natürlich, alle Nationen sollten aus der bolschewistischen, diktatorisch-faschistischen, einfach mit einem Wort tyrannischen EU austreten. Ja? Europa hat Jahrtausende existiert ohne diese Kommunisten und Bolschewisten und Alkoholiker der EU. Im Übrigen hat ja auch jetzt der Gaukler, ja, der Pfaffe im Bundespräsidialamt, der hat ja gesagt, ne, die Eliten sind nicht das Problem, die Bevölkerung ist das Problem. Ihr, ihr seid das Problem, ne, für die sogenannte Elite, die sich selber für die Elite hält, im Grunde aber ist, ja. Der den Plan verfolgt, die gesamte weiße Rasse umzubringen.
Was ich euch zeige in meiner Dokumentation, werdet ihr niemals sehen in irgendwelchen ARD, ZDF, RTL oder wie sie alle heißen. Ja? Medien. Ne? Also, auf meinem Vimeo-Kanal Cluster Vision Reloaded, da findet ihr diese Dokumentation mit Fakten, mit der Definition von Genozid, wie sie verwendet wird von den United Nations, ja, deren Feindstaat ja immer noch, ne, die Deutschen sind, der Staat der Deutschen ist immer noch der Feindstaat der United Nations. Und die Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, um die weiße Bevölkerung auszurotten, die laufen alle. Ne? Ich kann das nur empfehlen, das zu sehen, sich über diese Dinge schlau zu machen, die Fakten zu erfahren. Ja? Ist gar nicht so einfach, die Fakten herauszufinden. Ich warne alle Weißen hier, egal ob ihr Franzosen oder Spanier oder Polen oder Russen seid oder Skandinavier, egal ob ihr an Jesus Christus glaubt oder an Buddha oder wen auch immer, ja, ihr seid das Ziel dieser Massenmörder. Und die Bolschewisten und die Kommunisten, denn aus der Ecke kommt das, ja. Das kommt eigentlich von Satan, dieser Plan, aber er benutzt dazu die Kommunisten und die Bolschewisten und andere, ja, und andere, viele, viele andere Leute, die mächtige Positionen innehaben, die Merkel zum Beispiel, ja. Die ganze Invasion hier, die wir hier erleben von Europa, ja, aus dem Orient, aus Afrika, aus Arabien, ne? Das sind alles Teile dieses Planes des Genozids an der weißen Rasse. Also, ich wiederhole das nochmal, ich warne alle Weißen, egal welchen Glaubens ihr seid auf jeden Fall meine Brüder, ja, von der Hautfarbe her. So, und auf meinem Vimeo-Kanal Cluster Vision Reloaded findet ihr eine Dokumentation, fast 2 Stunden, die man sich ja auch in Teilen angucken kann, wenn man nicht so viel Zeit hat, wo ihr eben eine Faktensammlung findet und verschiedene Zeugen dafür, dass beabsichtigt ist, die weiße Rasse komplett vom Angesicht der Erde auszulöschen. So unvorstellbar das klingen mag, es gibt Leute, die verfolgen genau diesen Plan und haben diese Absicht. Und einige dieser Leute werden in meiner Dokumentation gezeigt. Ich habe dabei bewusst auf dramatische Effekte und so weiter verzichtet, weil im Kampf sollte man einen kühlen Kopf bewahren. Ne? Und ich warne hier alle Weißen. Ne? Macht euch das klar. Ne? Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr Buddhisten seid oder New Ager, orthodoxe Christen oder Evangelikale oder Katholiken. Wer weiß ist, soll umgebracht werden. Und sie werden nicht schonen. Kinder, alte Leute, Frauen, niemand wird geschont. Das ist nicht meine Absicht. Ich kläre darüber auf. Ja. So, damit beende ich jetzt meine Ansage, mein Hinweis auf diese Dokumentation, die ich gemacht habe. Tschüss.